So, meine Lieben, ihr könnt hinter mir jetzt ganz kurz sehen den Hulk, Ragnarok und mein Nick Fury. Wir werden uns ein bisschen strategisch was angehen. Das heißt, ihr werdet jetzt sehen, ein Fight in aktuellem unserem AK-Session. In unserer kleinen Session. Wohlgemerkt. Okay? Also hinter mir, wie ich euch jetzt zeige, hier hinter mir, da seht ihr jetzt da diese Plattform, und die ist mit Ladungen gepickt, okay? Das bedeutet im Klartext, die Ladungen sind 5 für leichte Angriffe, 4 für mittlere und 2 für schwere. Und wenn die sich natürlich entladen, ist nicht gut für uns, denn der Gegner, also der Verteidiger der Gegnermannschaft, der bekommt eine Abwehrpenetration, und das bedeutet, der wird irgendwann so stark Abwehrkräfte haben gegen unsere Schläge, dass wir, naja, lange Rede kurz Sinn, den Kampf nicht so glorreich gewinnen können, wie wir wollen. Und daher seht ihr jetzt, was ich mache. Ihr seht, dass ich dementsprechend hier, wie ihr an den Fight sehen könnt, jetzt erstmal die leichten Schläge mache und dann mittlere Schläge und dann im Endeffekt Heavy-Attacken. Dann mache ich meine SK1 in dem Fall, wie ihr sehen könnt. Und dadurch besiege ich dann den Hulk Ragnarök. Okay? Also es ist ziemlich noch einfach, weil wir sind noch nicht so ganz oben wie die Meister, aber für Silber 2 und Silber 1 Strategie reicht das jetzt mal vollkommen aus. So, das ist jetzt mit Nick Fury gemacht worden. Warum? Weil er Klassenvorteil hat. Okay? So, das war es auch schon von unserem ersten Fight. Im nächsten Fight, da zeige ich euch, wie wir Mischmeister machen. Und Mischmeister ist ein bisschen schwieriger, okay? Das ist nicht easy peasy. Und ich versage da auch in diesem Fight, aber es geht nur um Beispiel, welche Strategie man anwenden kann, okay?